herzlich willkommen zu den SKD News, das Wichtigste in nur 120 Sekunden. Und mein Name ist Thorsten Bohrberg. Liquidität ist, glaube ich, momentan wirklich ein Stichwort, das uns über diese schwierigen Zeiten bringt. Die Clubs sind geschlossen, die Kosten laufen weiter. Eine Möglichkeit, Altforderungen zu realisieren, bietet unsere Businesspartner Intratec als Part der Lowell Group. Im Durchschnitt sammelt ein Studiobetreiber 22.500 Euro offene Forderungen pro Jahr, die nicht realisiert sind. Mit Intratec haben Sie die Möglichkeit, jetzt ganz gezielt eine Maßnahme zu ergreifen, wie Sie Altforderungen von Ex-Kunden in Bargeld und somit in Liquidität verwandeln, damit Sie die nächsten Monate überstehen. Weitere Informationen dazu gibt es bei uns direkt hier im Internet. Der zweite wichtige Punkt, über den ich Sie jetzt informieren will, ist eine Kampagne, die heißt Gesundheit braucht Fitness. Eine Online-Petition, die über change.org läuft. Beim letzten Mal, als ich reingeschaut habe, waren schon knapp 100.000 Teilnehmer. Eine Online-Petition, die an die Bundesregierung gehen soll, mit dem Aufruf, die Fitnessstudios wieder zu eröffnen. Der DIFG hat diese Kampagne ins Leben gerufen. Wir unterstützen das und würden uns freuen, wenn auch Sie in Ihrem Club mit Ihren Mitarbeitern und Ihren Mitgliedern diese Kampagne unterstützen würden. Alles weitere dazu gibt es auch hier eingeblendet. Ja, was bleibt mir zu sagen zum Ende dieses Jahres? Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten, wohl recht ruhigen Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Hoffentlich live, hoffentlich mit geöffneten Clubs, bei den vielfältigen Events der Fitness Events Deutschland. Den aktuellen Plan für 2021 finden Sie auf unserer Seite www.fitness-events.biz. Es gab eine Zeit vor Corona, es gibt jetzt eine sehr anstrengende Zeit während Corona, aber ich habe gutes Gefühl, dass wir gemeinsam wieder eine viel längere und gute Zeit nach Corona haben werden. Bis dahin. Bleiben Sie gesund, Ihr Thorsten Bohrberg.